Das Meer hat jetzt auch Oberbayern erreicht. Wellen brechen jeden Tag im Norden von München. Wellenreiter aus ganz Deutschland toben sich hier aus. Die Surftown Munich hat am Wochenende ihren riesigen Pool eröffnet. Und zum Testen der Anlage kamen die Surfprofis aus dem ganzen Land. Für die Sportler wie Camilla Kemp, gerade zurück von den Olympischen Wettkämpfen vor Tahiti, ist sowas wie ein Traum wahr geworden. Wir können uns wirklich austoben. Es ist ein Spielplatz für Surfer, sag ich immer. Und es macht super viel Spaß. Jedes Mal ist irgendwie anders. Man kann jedes Mal irgendwas anderes ausprobieren. Wir haben super viele Settings. Das heißt, man kann die Welle so einstellen, wie man es gerade so will, worauf man Lust hat. Und das ist einfach ganz anders als im Meer und nochmal ein ganz anderes Feeling. Die Idee zur ersten Binnensurfanlage in Deutschland hatte Chris Böhm-Tettelbach vor 10 Jahren. Er ist ein Urgestein der Surferszene am Münchner Eisbach. Vor 5 Jahren ging es an die Planung und vor 2 Jahren war Spatenstich für die größte Surfanlage in Europa. 40 Millionen Euro hat Surftown gekostet. Sie ist so groß wie 3 Fußballfelder. Bis zu 700 Surfer täglich sollen hier ihren Spaß haben können. Das Konzept ist ja, dass wir hier einen Ort schaffen für jedermann. Also wirklich von kleinen Kindern, die schwimmen können, ab 6 Jahren bieten wir die Surfkurse an mit gezieltem Coaching. Wir haben allein 60 Surflehrer und Lifeguards. Und das ist eben das Ziel, den Breitensport da hochzuziehen. Aber das Tolle ist eben, dass wir hier im Pool Möglichkeiten haben, das in einer absolut sicheren Umgebung zu machen, in denen die Gefahren ausgeschlossen werden. Gefahren, die es im offenen Meer gibt. Der Wasserkreislauf für die Arena ist ein geschlossenes System. Die Energie kommt zu 90% aus einer neu gebauten Solaranlage. Auf Halbergmoos fiel die Standortentscheidung, auch weil die Gemeinde für die Idee von Anfang an offen war. Wir wollen hier ja nicht bloß das Event, dass die Gewerbetreibenden hierher gekommen zum Essen und zum Zuschauen, sondern deutschlandweit auf uns aufmerksam macht, dass wir hier in Halbergmoos einfach eine Wellenlänge voraus sind zu anderen Kommunen. Einige Profisurfer sollen einen Umzug nach Halbergmoos erwägen. Bisher mussten sie zur Vorbereitung auf Weltmeisterschaften oder andere Wettkämpfe bis nach Costa Rica reisen. Jetzt gibt es bis zu 2,20 Meter hohe Wellen im S-Bahn-Bereich Münchens. Wir können ja wirklich alles Mögliche simulieren. Das heißt, wir können sehr spezifisch auf gewisse Events arbeiten, wie zum Beispiel Olympia-Qualifikation oder eben LA 28. Es ist ein Projekt, was wirklich diese Sportart weiterbringt in Deutschland und dass dadurch auch natürlich der Nachwuchs dazu wächst und zu großen Athleten wird. Ab heute können auch Anfänger auf die kleinen Wellen. 69 Euro kostet die Doppelstunde inklusive Brett, Surfanzug und Coach. In jedem Fall günstiger als ein Trip ans Meer.